Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Test erstmal auf diesem Kanal. Es geht um Neuta. das Ganze soll ein Roguelike sein. Ich bin ganz froh, dass man auch mit dem Controller spielen kann, weil am Anfang konnte man mit dem Controller gar nichts machen. Das muss man also in den Einstellungen einstellen. Ja, es ist irgendwie ein Roguelike, das seit dem 24.09. auf Steam zumindest verfügbar ist. Kostet da, keine Ahnung, 17 Euro, glaube ich, 16,99. Und ich merke jetzt schon, ich kann einfach in beide Richtungen gehen. Das gefällt mir schon mal gar nicht. Wieso kann ich so weit nach links gehen, hä? Wieso ist das so? Es ist auf jeden Fall ein Roguelike. Ich kann irgendwie nicht springen. Ich kann treten und den Grund kaputt machen hier. Okay, ich habe es noch nie gespielt. Ich kann auch schießen. Pow, pow. Es ist ein bisschen, also so auf den ersten Blick. Jetzt ohne Witz, ich kann gar nichts machen, Leute. Dann trete ich das hier weg, oder was? Geh kaputt. Ich will da vorbei. Lass mich doch vorbei, du. Ich schieß dich weg, wenn du mich da nicht vorbeilässt. Okay, das bringt anscheinend auch... Oder? Also es soll ein Roguelike sein und alle Pixel sollen simuliert sein. Jeder einzelne Pixel soll physikalisch richtig gedingsbumst sein. Aber man kann doch irgendwie springen, oder nicht? Jetzt ohne Witz, warte mal. Leviate. Leviate klingt doch gut. Ah, ich kann sogar fliegen, Leute. Ah, wie cool ist das denn? Okay. Bisher aber ein bisschen sehr wenig Musik, muss ich sagen. Und ich weiß auch nicht so wirklich, was ich machen soll. Aber das ist ja bei solchen Spielen, glaube ich, am Anfang normal, oder? Hätte vielleicht doch erstmal anfangen sollen zu spielen, bevor ich hier ein Video aufnehme. Kann ich schon okay. Was sehen wir denn so? Wir können ja erstmal analysieren, Leute. Also wir sehen oben links, was wir so für Schüsse haben. Wir haben einen so einen Schuss, den können wir anscheinend unendlich machen. Aber der muss sich wieder aufladen, wenn wir damit schießen wollen. Daneben ist wahrscheinlich ein krasserer Schuss. Den kann ich hier auch nehmen. Zauberstab ausgerüstet. Da habe ich aber nur drei von, deswegen möchte ich den ehrlich gesagt noch nicht einsetzen. Was haben wir noch? Flasche mit Wasser, 100% voll. Ich denke mal, die brauchen wir, um Leben aufzufüllen. Oder aber, wir sehen oben rechts halt auch noch, unsere Leben, 100 Leben haben wir. Diese gelbe Leiste ist, habe ich eben schon gesehen, wie lange wir hier leviatieren können. Also hier in der Luft so rumschweben können, weil wir anscheinend ein geiler Zauberer sind. Und da unter ist halt noch irgendwas Blaues. Vielleicht ist das das Wasser, was wir zum Atmen brauchen. Ja, möglich. Ah, wir haben auch O2, Leute. O2 ist Sauerstoff. Das heißt, wir können nicht unendlich unter Wasser sein. Aber anscheinend, wenn wir ins Wasser reingehen, dann... Jetzt verstehe ich gar nichts mehr, Leute. Also dann geht unsere Sauerstoffleiste nach unten. Aber jetzt haben wir da so nass. Wir sind jetzt nass, oder was? Wir sind noch 70% nass. Okay, keine Ahnung. Vielleicht sind wir jetzt träger oder sowas. Oder sind jetzt gegen Feuer mehr immun als vorher oder so. Das kann ich mir vorstellen. Hat auf jeden Fall sehr gute Bewertungen bei Steam bekommen. Und wir gucken jetzt einfach mal uns das Tutorial an. Okay, mit dem Stick und Augen können wir uns bewegen. Mit LT, das hätte ich gleich mal von Anfang an einfach angucken sollen. Mit LT kann man schweben. Okay, machen wir halt das Tutorial. Ist ja okay, Spiel, ist ja okay. Ich wollte mich nur einmal nass machen. Ich gehe in Spielen immer erstmal nach links. Das Ding reindrücken, um zu treten. Bau, du blöder Tisch. Ist gar kein Tisch. Ah, guck mal. Das Blaue ist bestimmt unser Mana. Macht 3 Schaden, hat eine Geschwindigkeit von 800. Da kommt irgendein Viech an. Ah, bitte lass mich in Ruhe. Bitte, bitte, stopp, halt, stopp. Halt, nein, ich mag das nicht. Ja, okay, das Blaue ist, glaube ich, unser Mana, weil das geht immer runter. Genau, wenn wir hier irgendwas machen. So, ich trete dich kaputt, du blöder Fußball oder was du bist. Ich habe einen Goldnagel aus dir rausbekommen. Ist das nicht geil? Okay, kommt hier etwas so ein Gegner an? Ich fasse es nicht. So, und mit L1, ich weiß keine Ahnung, was L1 sein soll. Ich glaube aber hier mit diesen Waffen rumwechseln. Ich finde das komisch, dass unten immer steht, was man so macht, aber so. Aber okay, so, was haben wir denn noch? Diese, hier sind auch 3 bei diesem Zauberstab, 3 Angriffe oder was? Kann man aber nicht mischen. Da steht mischen, nein. Also kann man seinen Zauberstab wahrscheinlich noch irgendwie verändern oder so, mit irgendwelchen Augments, keine Ahnung. Streuung, Crit-Chance, was es hier alles gibt, ey. Und wir haben noch einen krasseren Zauberstab. Beschwört eine Bombe, die den Untergrund sehr effizient zerstört. So, so. Haben wir das dann auch unendlich oder haben wir davon wirklich nur 3, dass man die dann finden muss? Das war, ich weiß, wisst ihr was, Leute? Wir probieren es einfach mal aus. Wir brauchen das sowieso gleich wahrscheinlich. So, hallo? Sind hier noch mehr Gegner? Minen eingetragen. So, so. Hier haben wir ein explosives Fass. Stirb, explosives Fass. Sehr geil. So, du brennst, du komischer Zombie da hinten. Hat der eine Waffe in der Hand? Hat er eine Pistole? Was ist denn los mit ihm? Und kann ich jetzt wegen meinem Wasser... What? In das Feuer hier rein? Oh, oh ja, oh ja, oh ja. Habt ihr gesehen? Ich bin gerade ins Feuer reingegangen. Und deswegen ist meine Wasseranzeige auf der rechten Seite... Oh Gott, das brennt ja hier jetzt alles. Hä? Lol. Aber die ist jetzt ganz schnell runtergegangen. Das Ganze... Oh nein, wir machen den ganzen Wald hier kaputt. Oder das Holz zumindest, was hier ist. Oh, ich glaube, das war keine gute Idee. Guck mal, es gibt sogar Partikel... Ah, aber nicht darunter.
Es gibt hier sogar Partikel für den Staub und so. Und anscheinend haben wir uns jetzt mit Dreck eingeschmiert oder so. Okay. Kann man sich auch mit den Partikeln hier oben einschmieren? Nö. Alles klar. Erstmal klarkommen, was hier überhaupt Sache ist. Warte. Leviosa, da mal nach oben. Wir gehen hier einfach mal hin. Wir werden uns schon nicht wehtun. Aua, ich brenne. Aua, ich brenne. Trink doch einfach Wasser. Ich weiß nicht wie, aber trink. Ich habe Wasser getrunken. Und es hat mir absolut gar nichts gebracht. Ich brenne! Oh mein Gott, ich brenne! Oh mein Gott, ich verbrenne! Hilfe, Leute! Okay, ich stehe wieder. So, das war unser Wasser. Jetzt ist unser Wasser weg. Guck mal, hier ist anscheinend Moos unter uns oder sowas. Und deswegen werden wir auch ein bisschen feucht. What the fuck ist denn das hier alles? So, das sieht doch so aus, als wenn man hier eine Bombe benutzen könnte, nicht wahr? Irgendjemand ist hier auch hart am Arbeiten. Oh, okay, ich dachte, die fliegt weiter. Pow! Oh Gott, hoffentlich brennt hier nicht gleich wieder einfach alles. Okay, what the fuck? Man kann einfach alles kaputt machen mit den Bomben. So, ich will aber eigentlich da mal rein. Und die hat einen ganz schön großen Explosionsradius. Holy moly. Und die verbrennt hier aber auch alles. Okay, wir machen einfach alles kaputt und das ist cool. Da war Wasser drin, Leute. Wir können uns hier wieder mit Wasser voll düdeln. Das gefällt mir sehr gut. Ich weiß... Oh, okay, wir haben... Au! Wir haben anscheinend wirklich nur... Lebe ich noch? Ja. Was war das? War das so ein explosives Fass oder was? Ich verstehe doch gar nicht, was hier abgeht. Das sind rote Augen. Stirb, rote Augen, Viech. Pow, pow. Ich mag dich nicht so gerne. Wie, ich komme da aber trotzdem nicht runter. Oh nein, jetzt komme ich nirgends mal hin. Nein, ich bin eingesperrt. Come on. Dann trete dich frei. Tret dich frei jetzt. Das geht einfach nicht, Leute. Ich bin jetzt für immer hier eingesperrt und bin einfach... Ich werde hier einfach sterben. Oh nein. Bitte nicht. Okay. So, wir sind auf jeden Fall gut mit Wasser befüllt. Das ist, glaube ich, ganz gut. Ich weiß nicht, was Ziel und Sache dieser ganzen Sache hier ist. Ob es Bosse gibt. Wahrscheinlich wird es Bosse geben, weil es halt ein Roguelite ist. Ob wir irgendwie geile Sachen noch finden konnten oder so. Bist du tot da drüben? Ja. Und wir haben nur 3 Bomben. Ich finde das alles ein bisschen merkwürdig. Und es ist auch ein sehr dunkles Spiel, möchte ich sagen. Aber wenn das schon so gute Bewertungen bekommen hat bei Steam, dann muss das ja gut sein. Ich habe es halt noch bei niemandem gesehen. Es spielt anscheinend auch niemand von den Leuten, die ich auf YouTube folge. Die da unten sind anscheinend vergiftet. Von daher, weiß ich nicht. Wollte mich einfach mal überraschen lassen. Ihr könnt mich ja mal wissen lassen, aua, wie ihr das findet bisher. Also vom Grafikstil, ich mag ja so einen Pixelstil eigentlich voll gerne. Und da es ein Roguelite sein soll, müsste mir das eigentlich auch gefallen. Wo kriege ich denn immer diesen Schaden her? Ach, hier sind irgendwelche giftigen Sachen oder so. Ich bin vergiftet für 10. Au, au, oh Gott, ich werde richtig schnell sterben, Leute. Oh Gott, wie kann ich mich denn heilen? Und überhaupt. Anscheinend hat hier halt auch alles in dieser Welt irgendwelche Auswirkungen auf meinen Körper. Also dieses ganze Moos und so, das scheint hier sehr, sehr feucht zu sein. Und wenn ich da nämlich rüberlaufe, was ist, kann ich das hier einsammeln oder so? Ah, nö, nö, jetzt bin ich doch mega vergiftet. Hallo, au. Sterbe ich jetzt, weil ich zu viel Gift in mir drin habe? Au. Hallo, ich habe nur noch 10 Leben. Aber das Gift irgendwie ab... machen. Ah ja, ah, nein, ich habe nur noch ein Leben. Bitte nicht, bitte tu, mach nicht diese... Bin ich jetzt am Verbluten? Ich habe nur noch ein Leben. Nein. Okay, aber ich kann das Gift abwaschen, indem ich ins Wasser gehe. Das ist ja schon mal schön. Waren wir von Anfang an so rot? Geh mal kaputt da unten. Danke. Ich brauche Leben. Scheiße. Und ich weiß halt so gar nicht, was mich hier vergiftet und was nicht. Diese grüne Suppe da drüben, die sieht sehr giftig aus. Ich weiß nicht, was ich einsammeln kann. Ich weiß nicht, was ich überhaupt machen kann. So, mit dem Wasser... gehen wir jetzt hier runter. In der Hoffnung, dass wir nirgendwo nur noch ein Leben verlieren. Scheiße. Kann hier mal irgendwas kommen, was mich heilt oder mir irgendwas sagt? Hier, brenne! What the fuck? Ich habe gar keine Ahnung, was ich hier mache. Bitte helft mir doch irgendjemand. So, das Feuer machen wir erstmal aus. Da ist noch eine kleine Glut. Glaubt ihr, die könnte mich verletzen? Ich habe keine Lust. Ich habe keine Lust auf irgendwas. Ich glaube, dass da... Leviathare. Leviathare. Okay, okay, alles cool, alles cool. Alles cool. Hier ist absolut gar nichts. Nein, 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 nein. Ich will nicht bluten, ich will nicht bluten. Schnell wieder ins Wasser. Wasser ist unser Freund. Habe ich... Das ist auf jeden Fall die Lektion, die ich in diesem Part gelehrt habe. Wasser ist mein Freund, Feuer ist böse. Gegner sind auch böse und Bomben haben einen sehr großen Radius und alles brennt hier einfach. Okay, so, ist der jetzt vergiftet? Kriegt der Schaden? Okay, er verbrennt sich selber, hallo? Ich weiß nicht also ganz genau, was ich hier machen soll. Okay, er verbrennt sich einfach selber, ist ein sehr dummer Zombie. Ein sehr dummer Zombiehund. So, dein Geld ist mir egal. Ich hoffe, mich vergiftet hier nichts. Danke, tschüss. Ich würde jetzt gerne hier raus.
Dass mir bitte irgendjemand erklären kann, was man hier machen muss. Okay, da drüben, anscheinend sind wir hier nicht alleine. Irgendjemand arbeitet da oder so? Der springt da schon wieder hoch, ich sehe es doch kaum. So, gib mir mal dein Geld oder was das ist? Goldnugget. Wer schießt denn hier? Hätte ich wenigstens ein paar mehr Leben als eins? What the fuck? Dann wäre das hier alles viel schöner. Aber wir sind ja anscheinend in irgendeiner Mine, das heißt hier werden ja wohl auch irgendwelche anderen Leute arbeiten. Ist jetzt halt die Frage... Bist du... Ah. Ist halt die Frage, ob die lieb sind oder nicht? Okay, die haben Molotow-Cocktails oder was ist hier los? Wie viele hat er davon? Okay, haben wir sie. Kriegen wir jetzt einen Molotow-Cocktail? Nein. Okay, ich... Da unten ist noch so einer. Okay, die schmeißen hier mit ihren Molotow-Cocktails rum. Ist mir egal. Ich will erstmal nur erkunden. Danke, bitte, tschüss. Gibt's hier ein Crafting-System? Ich habe mich halt so gar nicht auseinandergesetzt mit diesem Spiel. Es ist... Also ich habe nur so Kerninformationen geholt. Es ist irgendwie von 3 Entwicklern gemacht worden. Hat auch schon über 2000 Bewertungen tatsächlich. Vielleicht sollte ich hier einfach mal rausgehen und gucken, was oben an der Oberfläche ist oder so. Oh, ich kann nicht mehr Levius sagen. Oh, nö. Ja, ja, geh du mal da runter und dann töte ich dich ganz schnell. Sonst tötest du mich einfach, weil du ein gemeiner, fieser Zombie bist. So. Jetzt töte ich noch kurz deinen Freund hier oben. Okay, er hat sich anscheinend schon selber getötet oder was? Ich würde hier gerne wieder aus dieser blöden Mine raus. Kann man sich hier nicht einfach raussprengen? Ich meine, eine Bombe habe ich noch, mit der ich mich hundertprozentig selbst töten werde. Wenn hier wenigstens mal ein Steak oder sowas sein könnte, was mich heilt, wäre das auch ganz toll. Aber ich vermute, ich laufe gleich einfach in irgendeine Falle rein und bin dann tot. Hey, na, du da unten. Ich weiß doch, du willst wieder irgendwas Böses machen. Aber das lasse ich nicht zu. Ich bin nämlich der beste Magier in den Minen von Azeroth. Das bin ich, Dizzy, der Magier, der sich sehr viel selbst verletzt, aber nur im ersten Run. Denn danach ist er Profi in diesen Spielen. Man kennt ihn. Aber sowas mag ich ja eigentlich gar nicht, ne? Wenn man so unwissend irgendwas erkunden soll und das aber kein Adventure-Spiel in diesem Sinne ist. Oh Gott, hier geht's ja jetzt weit runter. Ich weiß nicht, ob ich das mag. Hallo, komische Gegner. Ja, ich... Da ist irgendwas, was das wohl sein wird, ob man es einsammeln kann. Es sieht sehr radioaktiv aus, deswegen will ich das, glaube ich, nicht. Das sieht auch nicht so nett aus. Aber vielleicht steht da auch was drauf. Kann halt auch sein. Ich schieße es mal ab und guck, was passiert. Erstmal gar nichts. Aber da kommt doch irgendein grünes Zeug raus. Ich nehme das nicht. Oder nehme ich das doch? Ich werde sterben, wenn ich es nehme. Meh. Aber es geht halt auch nicht kaputt. Nicht so wirklich. Oder? Nö. Tja, was machen wir? Gehen wir ran und... Oh. Tabula Smaragdina. Wenn alle Berge mit Silber und Gold, was wäre der Profit des Lebens? Und so. Besser als Medizin, Heilung und so. Mhm. Ach, ich kann's mitnehmen. Ja, lel. Stimmt, ich habe ja noch eine Mitnehmtaste. Okay, ja, aktivieren wir einfach mal, ne? Friss. Hä? Man kann's hier hinlegen. Boop. Ja, dann. Jetzt liegt es hier. Kannst du mich bitte heilen? Das wäre voll Knorke und so. Warum kann ich das mitnehmen? Ich raff hier gar nichts. Vielleicht bringt dieses Smaragd-Ding hier, dass wenn wir da Geld reintun, vielleicht heilt uns das dann. Weil der meint ja irgendwas von Gold und Silber und so. Und irgendwas von Heilung. Daher kann es doch ganz gut möglich sein, dass das ein Heil... Das Portal. Wenn man da Geld reintun... Portal sieht gut aus. Heiligenberg. Okay, wir sind zumindest in die zweite Ebene. Ein Leben und so. Wir sind in die zweite Ebene gekommen. Mit nur einem einzigen Herzen, aber das ist vollkommen okay. Okay, wieder volle Leben und Zauberauffrischung. Jetzt haben wir wieder 3 Bomben. Anscheinend gibt es auch irgendeinen Shop. Ich glaube, so eine Blutwolke ist ganz geil. Ach, das ist ein anderer Zauber. Warte, was? Ja, und wie setze ich den jetzt ein? Ach, ich muss den jetzt auf meinen Zauberstab raufpacken, oder? Ach, doch, ich kann es nehmen und da reintun. Ah, ja. Wie nutze ich das jetzt? Ist das jetzt mit jedem zweiten... Au. Nein. Oh, Moment, ich habe irgendwas gekauft. Und der Blutregen macht was? Blutig. Blutige Kleidung schützt dich vor Feuer. Deine Chance auf kritische Treffer ist erhöht. Ah, okay, also das ist gut, wenn wir blutig sind. Los, mach mich hundertprozentig blutig. Also das hier entscheidet irgendwie darüber, wann eine Attacke kommt. Erster Tag ist so eins, zweiter Tag ist so eins. Und wenn wir da jetzt noch eins der anderen Dinge reintun würden, dann wäre das halt
Dann ein so ein Ding. Vampirismus klingt sehr gut. Du hältst RP zurück, wenn du Blut trinkst, aber du verlierst ein Drittel deines Maximum Lebens. Okay. Damit kann ich leben. Jetzt haben wir nur noch 74 Leben. Anscheinend... Alright. Anscheinend haben wir irgendwo 10 Leben dazu bekommen. Keine Ahnung warum, keine Ahnung weshalb. Wir schubsen erstmal den Tisch hier um, weil Tische sind scheiße. Stirb, haha! Ja, so den Typen getötet. Okay, also die ganz normale Transformation oder Mutation, wie man sie nennen will, ist ja egal. Gibt's hier anscheinend. Sind ein bisschen komisch auszurüsten. Ne, die Mutationen sind ganz normal. Aber die Zaubersprüche sind komisch auszurüsten. Und ich verstehe nicht, was dieses rote, oder nee, dieses grüne Dingsbums machen soll, was wir dabei haben. Aber wir haben Vampirismus, au. Was uns Leben zurückgibt, wenn wir Gegner töten, das ist ja schon mal, upsala, ganz nett kann man darauf, oh, wie kann er überhaupt drauf stehen? Ich bin fasziniert. Und heuligisiert? Bist du lieb, böse? Kann man dich aufsammeln? Bist du ein Schwert? Ich habe einen Zauberstab. Und dieser Zauberstab hat ganz viele tolle Sachen. Kettensäge, ideal für Fleischverarbeitung. Ganz viel Kettensäge und am Schluss haben wir noch eine doppelte Verzweigung. Okay. Zzt. Hä? Ich würde gerne was durchsägen. Was bringt denn das hier alles? Oh. Wir können Sachen kaputt machen. Okay. Ah! Ach, das ist gar nicht zum Kämpfen. Das ist wirklich, um hier Holz und sowas kaputt zu machen. Das ist, ja, eine Kettensäge halt. Warum wackelt hier alles? Das gefällt mir nicht. Gibt's hier irgendwie Zeit und so? Hallo, komisches grünes Ding, du kommst nicht zu mir, ne? Das ist alles sehr schön. Ich bin immer noch sehr verwirrt. Ich grab mich jetzt mal einfach irgendwo durch. Ist immer mehr ein bisschen wie Terraria. Wenn es hier sogar Ausrüstung gibt. Ich glaube, das ist sogar so geplant, oder? Dass man hier jetzt mit diesem Ding durchgeht. Braucht aber sehr lange, um aufzuladen. Ich finde es auch doof, dass man das nicht gedrückt halten kann. Also ich versuche das gedrückt zu halten, aber scheint nicht zu funktionieren. Vielleicht, wenn wir ein bisschen stärker werden, können wir uns hier vielleicht ein bisschen einfacher durchknuddeln? Nö. Okay, von mir aus. Wir können jetzt auf jeden Fall Sachen kaputt machen. Also ist auch ganz nett. Ich bin so verwirrt von diesem Spiel. Ihr könnt mir aber sagen, oh nein, das ist ein Gegner. Ob ihr das Spiel auch schon habt oder so? Ich habe gar nicht drauf geachtet, ob das vielleicht irgendjemand meiner Freunde in Steam hat. Aber vermutlich hat das zum Beispiel der Dark Hunter oder so. Der hat nämlich alle Spiele. Der hat 80 Milliarden Spiele, da ist irgendein Frosch. Ich nehme dich mit, du kleiner Frosch. Vielleicht muss ich dich aber auch kaputt machen. Hast du was gebracht? Also der Froschkopf ist auf jeden Fall weg. Hä? Da ist noch ein Froschkopf. Vielleicht müssen wir das Ding auf den Froschkopf tun. Hier, Froschkopf, nehme dies. Willst du nicht? Dann nehme ich es wieder mit. Und grabe mich zu diesem anderen Zauberstab hier durch. Was haben wir hier? Noch einen Zauberstab. Beschwört einen eigenständigen Verbündeten aus Felsen. Mache ich einfach mal, nicht wahr? Pschu. Ein Verbündeter aus Felsen. Bleib hier. Hallo, Verbündeter aus Felsen. Was machst du? Lebst du jetzt für immer? Wenn ich einfach... Okay, explodiert irgendwann. Okay, ich vermute mal, der greift einfach... irgendwann von sich aus Gegner an. Was ist jetzt hier oben? Okay, es tut mir weh. Okay, mein Verbündeter aus Felsen tut mir auf jeden Fall weh. Das ist gut zu wissen. OMG! Bitte, bitte, wie viele Leben der hat. Das war bestimmt ein Miniboss. Anders kann ich mir das nicht erklären. Okay, irgendwas Lilanes? Was wird lila sein? Schleimig! Und was macht schleimig mit mir? Deine schleimige Kleidung schützt dich vor Feuer, das Schleim erschwert dir die Fortbewegung. Das hab ich mir schon fast gedacht. Aber alles schützt mich zumindest vor Feuer. Aber irgendwie... Ah ja, jetzt bin ich ganz schön langsam unterwegs hier. So. Und anscheinend ist das Ziel einfach immer nur... das Portal zu finden, oder? Bisschen merkwürdig. Vielleicht sehen wir aber noch einen Boss. Okay, diese Schleimviecher hier sind aber richtig ekelhaft. Meint ihr, ich kann die auch mit... Warte, das probieren wir aus. Kann ich die einfach wegbätzen hier mit meinen... Wow! Nein, Moment! Au! Hier, nimm dies! Einfach mein grünes Etwas auf die raufgeschmissen. Nimm ich wieder mit. Moment, hier! Moment, hier! Nimm mein... Gedanke. Da ist das Portal. Ich bin so verwirrt von diesem Spiel! Aber ich gehe einfach ins Portal rein und das ist alles cool. Was ist denn hier das Ziel? Also einfach immer weiterkommen, aber irgendwie fehlt mir hier bisher noch was. Also dieser schleimige Effekt ist aber auch mega kacke. Und irgendwie komme ich mir hier schon zu weit. In der ersten Folge. Was sind das? Das sind garantiert irgendwelche Gegner. Ihr blöden Piranhas, sterbt. Okay, klingt alles kacke. Ich will das alles nicht haben. Das ist ein sehr komisches Roguelite. Da unten ist auch noch irgendwas. Meint ihr, man kann sich da durchbuddeln? Nimm. Scheinbar geht das nicht. Na gut, dann nicht. Was haben wir hier Schönes? Feuerimmunität. Oh, das klingt OP.
Warm Attractor. Das klingt ein bisschen wie aus Dead Cells. Und Pulver auflösen, aha. Dann nehme ich mal den Warm Protector mit, ne? Das klingt ganz gut. Worms of the world come to you. Und die kämpfen dann wahrscheinlich für mich. Und das macht immer, wenn wir irgendwas mitnehmen, dass wir nicht wieder zurückkommen. Verschneite Tiefen eingetragen. Ja, weiß ich nicht. Also vom Grafikstil ganz nett. Gegner sind sehr merkwürdig, muss ich sagen. Ist mal was anderes, Roguelike-mäßiges. Ich bin... Aua, hallo. Wieso? Ich bin hier... Irgendwie bin ich hier voll festgeschnuddelt. Ich kann mich richtig doof nur bewegen hier. Hä, was ist denn los mit euch? Wieso sind die auch so stark hier? Okay, plötzlich sind die hier so krass. Alter, jetzt hör doch mal auf. Ich habe gleich keine Leben mehr. Wieso hat er so viele Leben? Und warum sind hier überall Eisdinger und ich bin tot? Hä? Die ersten beiden Ebenen waren richtig doof. Und dann kommt hier so eine Eisebene, wo ich mich irgendwie so richtig langsam nur fortbewegt habe. Und ganz komische Gegner, die einfach richtig viel ausgehalten haben. Was ist denn jetzt kaputt? Ja, komisches Spiel. Ich weiß nicht, wie fandet ihr das? Die Musik ist sehr deprimierend. Ich habe keine Ahnung, was ich überhaupt machen soll. Ich habe keinen Boss gesehen. Anscheinend muss ich Sachen einsammeln und einfach nur zum Portal kommen. Wird ein bisschen wie Terraria sein, nur ohne Aufbauen und komisch. Weiß ich nicht, ob mir das gefällt, Leute. Also Ersteindruck ging so. Wie fandet ihr das? Ja, und ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen, liebe Leute, bei diesem Let's Test. Würde mich freuen, wenn ihr dabei seid und ja, tschüss. Scheiße.